Horses and Dreams meets Russia. Russland ist das Gastland der diesjährigen Horses and Dreams. Und Wladimir Beletsky lebt eigentlich ganz in der Nähe von Hagen am Teutoburger Wald, kommt aber eigentlich aus Russland. Was hat er gedacht, als er gehört hat, mein Heimatland Russland wird Gastland von Horses and Dreams? Das habe ich gedacht, endlich, das Land kommt zu mir, muss ich nicht immer fliegen dahin. Das Erste, was habe ich gedacht, und zwar, das ist also richtig schön, war Turnier ist wirklich schön, das ist die beste Veranstaltung, was habe ich gesehen hier bei uns in der Nähe, so sagen wir. Und ich bin so stolz drauf, dass Russland dieses Jahr kann präsentiert werden hier, und trage ich auch ein bisschen Verantwortung für sowas. Da habe ich sofort zum Herrn Kasselmann gegangen und habe ich gefragt, ob kann ich irgendwie behilflich sein, dass alles besser abläuft. Ist so ein russischer Springreiter, François, hilfreich dabei, wenn man viele Kontakte nach Russland braucht? Absolut. Aber Wladimir ist ja kein richtiger Russe mehr. Der gehört ja eigentlich schon zu uns. Horses and Dreams ist ein 4-Sterne-Event, hat ein Riesenpreisgeld insgesamt von 335.000 Euro, Springen und Dressur zusammen. Wie leicht oder wie schwer ist es, so ein Preisgeld aufzutreiben? Ja, die Sponsorenakquise ist schon nicht so ganz so einfach. Glücklicherweise haben wir in diesem Jahr einen neuen Hauptsponsor gewinnen können, die Firma Almased, die das Dressurstadion bekommt. Also das wird nicht mehr das Dressurstadion heißen, das wird in diesem Jahr das Almased Dressurstadion heißen. Und sind wir noch in Verhandlungen, da einen längeren fristigen Vertrag mit denen zu machen. Aber das ist für die Veranstaltung schon sehr, sehr, sehr hilfreich. So, letzte Frage. Wenn das Turnier vorbei ist, sprechen wir alle dann ein bisschen Russisch? Was meint Wladimir? Ja, ich hoffe. Und was meint François? Passiver. Okay, danke.